kann mein Schwert nicht gegen mein Land erheben. Lincoln hatte seinen besten Soldaten verloren. An den Worten oder Blicken der schwarzen Dienstboten kann man keine Veränderung ablesen. Sie lassen sich nichts anmerken. Sind sie dümmer oder klüger als wir? Warten sie still und unerschütterlich ab, bis ihre Zeit gekommen ist? Mary Chestnut. Beide Seiten glaubten, der Krieg würde nicht länger als 90 Tage dauern. Und beide Seiten waren sich einig, dass es eine Angelegenheit der Weißen war. Schwarze, die sich freiwillig meldeten, wurden abgewiesen. Wir sind in Washington. Was für eine Stadt. Dreck, Schweine, Neger, Paläste und elende Hütten, überall. Als wir am Weißen Haus vorbeimarschierten, erhaschte ich einen Blick auf Abraham Lincoln. Er sieht aus wie ein guter, ehrlicher Mensch. Und ich hoffe, dass er unser Land mit Gottes Hilfe retten kann. Elisha Hunt Rhodes. Die Truppen aus Rhode Island kampierten im Patentamt. Die New Yorker schliefen auf dem teppichbelegten Boden des Parlaments. Die Soldaten aus Massachusetts lagerten in der Rotunde und brieten ihren Speck auf den Heizkesseln im Keller. Die Kuppel des Kapitols war noch immer unvollendet. Lincoln bestand trotz des Krieges auf den Weiterbau. Für mich ist das ein Zeichen für den Fortbestand der Union, sagte er. Der Tag beginnt frühmorgens mit Drill. Anschließend folgt Drill, dann wieder Drill. Später dann Drill, Drill und noch ein bisschen mehr Drill und schließlich Drill, zu guter Letzt Drill. Zwischen den Drillstunden drillen wir und manchmal essen wir ein wenig oder treten zum Appell an. Zu Beginn des Krieges war einmal ein junger konföderierter Soldat vom Land nachts im Wald als Wachposten eingeteilt. In der Nähe saß eine Eule in einem Baum und machte Huuu. And the owl said, "Who?" Was im Englischen "wer da" bedeutet. Und der Junge antwortete schlotternd vor Angst: "Ich bin's nur, Sir, John Albert, ein Freund von Ihnen." Im Mai überquerten Unionstruppen im Licht ihrer Fackeln den Potomac River und nahmen die Höhen von Arlington ein. Robert E. Lees Haus blieb für den Rest des Krieges von Soldaten besetzt. Ende Juni machte der neue Befehlshaber der Unionsarmee, Irvin McDowell, Pläne für einen Angriff auf die konföderierten Truppen in Virginia. Aber er zögerte und warnte den Präsidenten, dies ist keine Armee. Lincoln antwortete, das stimmt, ihr seid ohne jede Erfahrung, aber die anderen auch. Ihr seid gleichermaßen unerfahren. Um die Verfassung aufrechtzuerhalten, hatte sich Lincoln 3 Monate lang über sie hinweggesetzt und ohne Ermächtigung des Kongresses Krieg geführt, die Pressefreiheit eingeschränkt und die Habeas Corpus Akte außer Kraft gesetzt. Um den Austritt der Grenzstaaten zu verhindern, schickte Lincoln Truppen nach Baltimore und ließ den Bürgermeister sowie 19 Sezessionisten ohne Gerichtsverhandlung inhaftieren. Der oberste Bundesrichter Taney befand, der Präsident habe seine Befugnisse überschritten. Lincoln ignorierte ihn einfach. Habeas Corpus schützt eher die Schurken als die ehrlichen Menschen, sagte er und erwog sogar eine Verhaftung des Bundesrichters. A very mysterious man. Er war ein sehr geheimnisvoller Mann, mit sehr vielen verschiedenen Facetten. Das Besondere an Lincoln ist für mich, dass er neben sich treten und sich gleichsam von der Seite betrachten konnte. Er war fast unheimlich und hochintelligent. Es klingt banal, aber es ist so viel von Lincolns Mitgefühl die Rede, dass man darüber leicht vergisst, was für ein hochintelligenter Mensch er war. Fast alles, was er tat, war genau kalkuliert. Almost everything he did was calculated for effect. Keep on climbing, we will there. Lehrt die Rebellen und Verräter, dass sie ihren Versuch, die Regierung zu stürzen,
mit der Abschaffung der Sklaverei bezahlen müssen. Frederick Douglass. Seit Beginn des Krieges flüchteten die Sklaven von ihren Plantagen zu den Unionstruppen. Doch Lincolns Politik war eindeutig. Gegen den Druck der Abolitionisten bestand er darauf, der Grund für den Krieg sei die Abspaltung und nicht die Sklaverei. Und er befahl der Armee, flüchtige Sklaven zu ihren Besitzern zurückzubringen. Doch dann gab es einen unerwarteten Richtungswechsel. General Benjamin Butler war ein Politiker aus Massachusetts mit unklaren Absichten. Ursprünglich hatte er Jefferson Davis bei den Präsidentschaftswahlen unterstützt. Die Rückgabe der Sklaven helfe nur dem Feind, argumentierte Butler und erhielt die Genehmigung, flüchtige Sklaven als Kriegsbeute zu behalten und als Arbeiter für die Unionsarmee einzusetzen. Major Carey aus Virginia fragte, ob ich mich nicht durch die Verfassung verpflichtet fühle, die Flüchtlinge gemäß dem Fugitive Slave Act auszuliefern. Ich antwortete ihm, dass dieses Gesetz zur Auslieferung flüchtiger Sklaven keine Geltung für das Ausland habe. Wenn Virginia sich als unabhängig betrachte, müsse es auch die Nachteile dieser Position in Kauf nehmen. General Benjamin Butler. Das kleine Rinnsal von Sklaven, die sich in die Nordstaaten absetzten, wuchs zum Flüchtlingsstrom an. Ein ehemaliger Sklave, der sich kurz zuvor freigekauft hatte, sagte einem Unionssoldaten, wenn ich gewusst hätte, dass ihr kommt, hätte ich mein Geld gespart. Der Krieg weitete sich auf das gesamte Land aus. Es gab Gefechte in Big Bethel, Virginia, und in Boonville, Missouri, und viele kleinere Scharmützel von Maryland bis New Mexico. In Philippi in West Virginia errang der junge Unionsgeneral George McClellan einen unbedeutenden, aber gefeierten Sieg über eine kleine Einheit von Konföderierten. Zu einer entscheidenden Schlacht war es bisher aber nicht gekommen. Unser Schlachtensommer. Möge es der erste und der letzte sein. Immerhin haben wir von den Schrecken des Krieges noch nichts gesehen. Mary Chestnut. Juli 16. Hier sieht es nur nach einem Krieg aus. Und wir werden unseren Brüdern im Süden wahrscheinlich schon bald einen Besuch auf Virginias heiligem Boden abstatten. Ich hoffe, wir haben Erfolg und können den Rebellen eine ordentliche Schlappe beibringen. Elisha Hunt Rhodes. Am 16. Juli marschierten 37.000 Freiwillige der Union in Virginia ein. Sie sollten die Eisenbahnverbindung nach Manassas kappen und Richmond erobern. Washington Star. Von den Hügeln aus bot sich ein großartiger Anblick. Regiment auf Regiment marschierte die Straße entlang über die Long Bridge. Die Waffen glänzten in der Sonne. Immer wieder kam Jubel auf, wenn sich die Regimenter begrüßten. Zusammen mit der Marschmusik und den scharfen, klaren Befehlen der Offiziere ergab sich für Unionsanhänger eine sehr angenehme Geräuschkulisse. Um die Invasion der Unionsarmee zu stoppen, waren 22.000 konföderierte Soldaten von Richmond aus nach Norden marschiert. Sie wurden von General Beauregard befehligt, der von den Plänen der Unionstruppen wusste. Rose Greenough, eine bekannte Dame der Washingtoner Gesellschaft und Spionin der Konföderierten, hatte ihn gewarnt. Nun richtete Beauregard sein Hauptquartier in Wilmer McLeans Farmhaus ein. Die Konföderierten lagen in einer 8 Meilen langen geschwungenen Linie am Ufer des Flüsschens Bull Run in Wartestellung, nur 25 Meilen von Washington entfernt. Hunderte von Washingtoner Bürgern machten sich zu einem Sonntagsausflug nach Manassas auf, in der Hoffnung, eine echte Schlacht zu erleben.
Manche hatten Feldstecher, Picknickkörbe und Champagner dabei. Wir sahen Kutschen voller Zivilisten, die aus Washington angereist waren, um die Operation zu verfolgen. Ein Junge aus Connecticut rief: Da ist unser Senator. Und einige unserer Männer erkannten andere Kongressmitglieder. Wir fanden, es war eine gute Idee der großen Tiere aus Washington, sich anzusehen, wie wir die Rebellen schlugen. Gefreiter James Tinkham. Am Morgen des 21. Juli schickte McDowell seine Männer über den Bull Run. Sie griffen die linke Flanke der Konföderierten an und trieben die Rebellen vor sich her. Die zivilen Zuschauer schwenkten ihre Hüte und winkten mit Taschentüchern. Es war noch Vormittag und alles lief wie am Schnürchen. Einen Zuschauer erinnerte die vorrückende Unionsarmee an ein stacheliges Monster, das sich langsam und schwerfällig den Hügel hinaufwindet. Der Sieg der Union schien so sicher, dass sich die Männer auf dieser Seite des Schlachtfeldes die Zeit nahmen, Souvenirs zu sammeln. Doch im Zentrum der konföderierten Linien wurde ein Hügel von einer Brigade aus Virginia unter dem Kommando von General Thomas Jackson gehalten. Während andere Südstaateneinheiten wankten, hielten Jacksons Soldaten stand. Ein konföderierter Offizier, der seine verängstigten Männer sammeln wollte, rief: Schaut euch Jacksons Virginia an, die stehen wie eine Steinmauer. So erhielt Jackson seinen Spitznamen, Stonewall. Er besaß eine eigenartige Mischung aus religiösem Fanatismus und Tapferkeit. Er liebte Schlachten und seine Augen leuchteten dann, was ihm den Spitznamen Old Blue Light eintrug. Er war vollkommen furchtlos und während einer Schlacht ohne Gedanken an die Gefahr. Er sagte: Wenn sie anfangen zu laufen, muss man ihnen auf den Fersen bleiben. So kann eine kleine Streitmacht jederzeit eine große Armee schlagen. Er wusste sehr genau, dass man einen Sieg nach und nach aufbauen muss. Das war der Wendepunkt. Um 4 Uhr entschied sich Beauregard zum Gegenangriff. Jackson befahl seinen Männern, aus Leibeskräften zu brüllen. Dieser Kampfschrei der Rebellen sollte noch auf Tausenden von Schlachtfeldern zu hören sein. Nun trafen konföderierte Verstärkungstruppen ein. Die ersten kamen beritten. Später folgten weitere mit der Eisenbahn, eine Innovation. Die Armee der Nordstaaten löste sich auf. Aus dem Rückzug wurde eine wilde Flucht, bei der sich Unionsgeschütze und Zuschauerkutschen gegenseitig behinderten. Wir beteuerten ihnen, dass keine Gefahr bestand. Wir befahlen ihnen, stehen zu bleiben. Wir flehten sie regelrecht an. Wir nannten sie Feiglinge und bedrohten sie mit unseren schweren Revolvern. Doch vergeblich. In einem schattigen kleinen Tal, durch das unsere Straße führte, kümmerten sich die Ärzte den ganzen Vormittag lang um die Verwundeten. Man hatte brusthohe Tische aufgestellt, auf denen den schreienden Opfern Arme und Beine amputiert wurden. Ärzte und Assistenten arbeiteten mit nacktem Oberkörper und waren von oben bis unten mit Blut bespritzt. Die einen hielten die armen Teufel fest, während andere mit langen, blutigen Messern und Sägen in einer erschreckenden Geschwindigkeit drauf losschnitten. Die übel zugerichteten Gliedmaßen wurden einfach auf einen Haufen geworfen. Oberstleutnant W.W. Blackford, 1. Virginisches Kavallerieregiment. Ich quälte mich weiter und hielt Gewehr und Munition fest umklammert. Oft setzte ich mich einfach in den Schlamm und war entschlossen, keinen Schritt weiter zu gehen. Lieber wollte ich sterben und mein Elend beenden. Doch jedes Mal kam ein Kamerad und drängte mich, es noch einmal zu versuchen, sodass ich wieder eine Meile vorantaumelte. Bei Tagesanbruch erblickten wir endlich die Kirchtürme von Washington. Was für ein willkommener Anblick! Unser Regiment hatte nach dieser Katastrophe 93